Wupp, wupp, Borderlands! Ja, ihr habt erraten, viel Gesterbe, viel Gelebe. Ihr habt es erraten, ihr habt es gerade eben gesagt. Ja. Ja. Ist doch auch erraten, außerdem stand vorher im Trailer, aber ja. Nicht so wichtig. Ja. Und viel zu wenig Gore im zweiten Teil. Aber Borderlands ist geil. Ja, irgendwo. Wenn es so aussieht, als würden die Köpfe platzen, aber die Köpfe sind danach noch da, ist es irgendwie ein bisschen seltsam. Deswegen würde ich das Spiel aber nicht schlecht machen. Das sind Kleinigkeiten, die Freaks vielleicht auffallen. Das ist schon geil. Freaks, die den ersten Teil in der PEGI-Version gespielt haben, ja. Ja. Oh, der. Das war mal witzig. Die ganzen Einzelteile. Die Story, wo dann bei dir noch einfach nur so ein paar Blutlachen, weißt du? Und bei meinem Kumpel, der irgendwie mit mir im Laden ist voller Leichen. Weil die ja nicht platzen. Naja. Nee, aber Story interessiert sowieso keinen. Also. Ja. Aber ich fand zumindest im zweiten Teil unglaublich lustig, dass sie das so zugeknallt haben mit irgendwelchen Insidern, Seiten-Gags, Easter-Eggs. Genau so. Ja gut, da habe ich nicht so viel von mitbekommen. Ich habe ja den ersten nie gespielt. Schade eigentlich. Ja. Mach ich auch nochmal. Na, wir könnten ja ein Let's Play Together vom ersten machen. Ich meine, alle Welt spielt gerade den zweiten. Mhm. Wer denkt da noch an den ersten? Ja. Müssen wir bloß ausmachen, wer den Charakter spielt. Na, ich spiele den Soldier oder die Siren. Das könnt ihr euch auch sagen. Dann spiele ich den Soldaten. Na gut, dann bald hier auf dem Kanal ein Let's Play Together von Borderlands 1. Yay! Wenig Story. Viel geballert. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr es lieber auf Deutsch oder auf Englisch habt. Also ich wäre ja selber für Englisch, weil im Englischen die Witze einfach viel besser sind. Aber das könnt ihr mal schreiben. Oder ihr lasst es und dann spielen wir es halt auf Englisch. Nicht, dass wir dann anfangen, Englisch zu sprechen, Alter. Nein, das ist halt... Das ist meistens natürlich ein gesprochenes Englisch auch nicht. Mein Englisch könnte ich nicht untertreten. Nee. Ja, meins auch. Ja. Ja. Was gibt es zu Borderlands groß zu sagen? Es ist halt ich finde die Idee geil, aus Rollenspiel und Ego-Shooter was zusammenzumischen und es kommt dabei das raus. Ja? Und es ist einfach geil. Ich spiele selber eigentlich relativ selten Shooter und auch relativ selten Rollenspiele. Um nicht zu sagen, gar nicht. Ja, doch, schon ein paar. Wenn du mal Shooter spielst, dann gleichzeitig. Ja, eben. Ich habe auch Bioshock angefangen und das ist ja mein... Ich weiß gar nicht, was Bioshock eigentlich groß ist, aber... Ja, irgendwo schon ein Shooter. Naja. Ziemlich rein. Aber mich hat an Rollenspielen... Bioshock erinnert mich immer an Rage irgendwie so. Jetzt mittlerweile, weil ich spiele es ja jetzt gerade. Wo wollte ich eigentlich hin? Achso, bei Rollenspielen kackt mich eigentlich an, immer überall rumzurennen und alle Seiten zu sammeln und überall zu gucken. Das sind Rollenspiele. Und bei Borderlands denkst du so, lalalala. Nice! Macht Explosionsschaden. Irgendwie sowas. Nein, ist bei Rollenspielen auch so, ich weiß. Aber ja. Ich weiß nicht, die meisten Rollenspiele sind so Fantasy-lastig. Ich glaube, ich sollte mal Mass Effect spielen. Oh ja, ich habe geweint am Ende. Auch wenn viele sagen, es ist scheiße, aber... Bei welchem Ende? Es gibt ja jetzt auch das Extended End, das habe ich aber auch noch nicht gesehen. Es gibt ja viele Enden, und aber ich fand's, ich habe da so geheult. Ganz kurz zum Mass Effect, wir reden gleich weiter zu Borderlands. Nee, es geht ja auch so ein bisschen jetzt gerade um Weil man hat sich da so viel aufgebaut im Spiel, man hätte eigentlich die anderen beiden Teile spielen müssen, weil das ist alles miteinander verwickelt. Habe ich gemacht. Super. Ich habe Mass Effect 1 gezockt, den Charakter in Mass Effect 2 importiert und dann in Mass Effect 3. Aber man hat sich da halt so viel aufgebaut mit dem ganzen Spiel und dann zum Schluss halt das alles, das war so schön eigentlich. Ich fand schrecklich, dass die Portale am Ende drauf gehen, aber das gibt es an jedem Ende. Ja. Also zumindest von den schlechten. Dein komischer Enden. Frosch da, der dir irgendwie abhanden, der Krogana? Achso, Krogana, ja. Ja, der dir irgendwie abgehauen ist, der dann wiederkommt. Hättest du den jetzt mal rein theoretisch, hättest du den irgendwie davon abhalten können, wegzugehen?
Du redest Kurada jetzt, du sieht redest schon fast aus wie Skags, wenn wir zu Border sind. Du redest jetzt davon, dass ich im dritten meinte, hey, den kenne ich aus dem zweiten Teil. Genau, der dich da gerettet. Nein, nein, also das kannst du nicht verhindern. Deine Truppe löst sich immer komplett auf und du fängst neu an, eine zusammenzustellen. Ah, okay. Das ist einfach so. Das ist halt und das dann Spiel. Kommen halt, dann kommen halt wieder welche. Und dann kommen halt die ganzen Charaktere vor. Was halt echt schön ist, ist, dass die Charaktere, die zum Beispiel sterben, wie zum Beispiel der Kurada aus dem ersten Teil, den kannst du ja auch irgendwie nicht verärgern oder so und dann wird der halt nicht erschossen. Dass die nicht mehr auftauchen, das ist schön. Oder dass du halt dafür auch angeschissen werden kannst. Ja. Leute sterben durch eine Bombe oder so. Ja. Ja. So, back to Borderlands. Ja, ich meine, ich finde, die passen aber trotzdem ganz gut zusammen, weil es sind halt beide so ein Crossover von Shooter und Rollenspiel. Ja, aber das eine ist halt mehr Shooter-lastig und das andere ist halt mehr Rollenspiel-lastig. Borderlands ist halt einfach ein Shooter eigentlich. Ja, und da aber tatsächlich auch ziemlich reiner. Also das muss man einfach sagen. Es gibt zwar diese zwei, drei kleinen Rollenspielelemente. Naja, aber man muss jetzt auch zum Beispiel der Skillbaum macht das aus. Der Skillbaum und das Sammeln von irgendwelchen Waffen, die irgendwelche abgespaceden Fähigkeiten haben. Also Bane. Der Skillbaum bei Borderlands 1 war aber deutlich besser als der bei Borderlands 2. Bei Borderlands 2 hast du kaum eine Veränderung. Ja. Du kannst eigentlich immer noch, ohne einen einzigen Skillpunkt zu verteilen, durchrennen und alles mit einer Waffe umnetzen, solange ja, die Waffe gut ist. Aber andererseits... Und hast halt nicht davon... Fähigkeiten! Ja, aber überleg doch mal, Borderlands 1. Der Sniper wurde ja total verrissen, weil er zum Beispiel alle halt so scheiß Fähigkeiten hat. Ich habe den durchgezockt, habe dann nachher auf sämtliche Waffen mit Elementschaden verzichtet, weil der hat einfach eine Fähigkeit, dass sämtlicher normaler Schaden, der mit der Waffe verursacht wird, den Schild ignoriert. Das heißt, du hattest dann halt deine Sniper ohne Elementschaden und hast einfach den Schild komplett und hast ihm halt einen Headshot verpasst und der ist immer draufgegangen. Oder halt, ich hatte nachher den fettesten Revolver aller Zeiten. Das war so ein kleiner Revolver, der hatte halt einen Scope. Und er hat abgedrückt, hat einen Schuss aus dem Magazin gefressen, aber sieben Kugeln sind hinten angekommen und jeder davon hat 200 Schaden gemacht. Ja. Oder dein scheiß Raketenwerfer, der eine Rakete verbraucht hat, aber fünf in einer Reihe geschossen hat. Echt. Also, ich fand die Abwechslung bei 1 war meiner Meinung nach noch besser, trotzdem. Ja, ich fand schon, also beim zweiten Teil, dass jetzt... findest nicht mehr so overpowerte Waffen. Die sind meistens irgendwie geskriptet, dass du halt eine Mission zum Bane hast und dafür Bane dann kriegst. Genau. Oder so. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, finde ich auch. Weil so kommst du nicht an diese richtig geilen Waffen ran. Ja, viel, sowas, viel seltener halt. Sowas, was halt mich im ersten super wirklich geprägt hat, so wie dieser kleine Revolver oder dieser Raketenwerfer. Ja, irgendwas oder die Shotgun, die Kugeln auf den Boden und dann die Wände langköpfen lässt. Keine Ahnung, was, aber das war schon wieder eine Missionswaffe. Die haben einfach abgespacete Sachen. Oder so ein... Was, wo ich auch übelst den Krampf gekriegt habe, ist in dieser Minecraft-Höhle. Wo du da hingehst und dich dann erstmal durch diese Scheiße da durch Nahkampf attacken musst. Du kannst auch zerschießen. Hab ich noch nicht probiert, ne. Also ich habe schon Videos gesehen, wo es zerschießen ist ein Shooter, kannst auch schießen. Ja, okay. Ich bin da nicht, du kannst mit der richtigen Macht sogar bei Minecraft schießen. Dann kommt da so ein Creeper und du schießt den Creeper ab und der Creeper explodiert natürlich, wie auch sonst. Mhm. Und vergiss dann natürlich, klassisch, wie in Minecraft, hinter dir steht auch noch einer. Bumm, tot. Und dann kommt natürlich keiner mehr, den du abschießen könntest, um wieder aufzustehen. Nein. Du sitzt dann da und stirbst. Oder um mal die Comics zu Minecraft zu sehen. What the fuck? Ja. No. Aber ich kann sagen, dass der zweite Teil eigentlich auch sehr, sehr gelungen ist. Ja, sie sind beide sehr gut, keine Frage. Boah. Aber ja, ich finde allerdings auch, dass der zweite nochmal einen draufgesetzt hat irgendwie. Ja, finde ich auch. Das ist es bei mir. Ja. Ich spiele es immer noch. Den ersten Teil habe ich einen Charakter durchgezockt, das war's. Mhm. Und beim zweiten Teil konnte ich jeden Charakter immer neu nochmal spielen. Mhm. Man muss sagen, im zweiten ist wahrscheinlich die Erzählung besser. Mhm. Und die Welt ist halt auch schöner, aber dafür haben sie halt, finde ich, das Skillsystem schlechter und die Waffen nicht so gut. Ich finde ganz cool, dass du... Ich habe ja den ersten zwar nicht gespielt, aber ich habe ja jede Menge bei dir gesehen. Ja, ich muss das jetzt immer wieder erwähnen. Genau. ja, und ich habe ziemlich gefeiert, als du plötzlich in die Stadt wieder zurückkommst, wo du ja schon warst im ersten. Also wie hieß das denn? Ach, du meinst hier die Firestorm, genau. Das fand ich habe ich auch voll gefeiert. Das war lustig, ey. Hat sich ein bisschen verändert, aber ist ja normal, klar. Aber ist cool. Dass Perion ist auf dem Planeten, natürlich ändert sich da was. Ja. Ich finde auch gut, dass du dir diesmal einen klaren Bösewicht hast. Den hast du. Im ersten sind's, was war's da? Im ersten wusste ich überhaupt nicht, wer der dann Bösewicht war. Also im ersten ist auch schon die Hyperion Corporation, weil die hat da auch schon vor dem Wurzeln. Aber das hat man nicht so deutlich gesehen. Es wird recht deutlich zum Ende hin. Ja, toll. Also, aber das wissen, Ende, dass man am Ende erfährt, wer der Bösewicht ist. Die werden ja erst irgendwie in der Hälfte des Spiels vorgestellt. Vorher geht's halt darum, irgendwelche Banditen ärgern dich und du rennst immer weiter, immer zum nächsten Rebellenposten. Ja, deshalb habe ich da nicht so weit gespielt. Und nachher gibt's dann halt wirklich die Hyperion, die ja dann irgendwie vor den Außerirdischen dich irgendwie da die Vault aufmachen und deshalb diese Schlüsselelemente sammeln. Mhm.
Wird nachher ganz spannend, ist aber echt zäh. Mhm. Also vor allen Dingen gibt es dann diesen Mittel-Einstück, wo dann die Hyperion eingeleitet werden sollen und dann die Banditen wegfallen so langsam und die Hyperion noch nicht ganz da sind. Und das ist das zähste Stück im Spiel. Mhm. Ich habe mehrfach den Multiplayer angefangen im ersten und jedes Mal bis da gespielt und dann hatte ich keinen Bock mehr. Nee, aber ich muss einfach mal sagen, der letzte Endgänger zum Beispiel bei 1, der ist ja lachhaft. Ja. Also der kenn ich nicht. Der beste Vergleich, den ich davon gehört habe, war, sieht aus wie eine riesige Vagina. Das ist halt einfach dieses komische Tor, was dann halt offen ist und da kommen irgendwelche Tentakel raus. Yeah. Keine Ahnung, das ist total. Aber aus Vagina ist ja auch Tentakel. Ja, wollte gerade sagen. Bild aus meinem Kopf in dein. Nee, aber. Halt das blöde Bild. Ja, ja. Aber der Endgegner war wirklich auch. Ich habe jetzt gedacht, es kommt gleich was Geiles. Gut, Borderlands. Borderlands ist geil. So, ja. So weit sind wir schon mal. Einfach zocken, eigenes Bild machen. Ja. Könnt ihr auch, wenn ihr wollt, als Video antworten, ein kleines Let's Play oder so verlinken. Ja. Wenn ihr Lust habt. Wie gesagt, sämtliche anderen Links von den Videos. Lasst ein Feedback da und vielleicht einen Daumen. Wegen dem Together. Einfach schreiben, ob ihr es sehen wollt oder nicht, weil es gibt ja schon viele Leute, die das gemacht haben. Wir würden wahrscheinlich uns was einfallen lassen, dass man irgendwie mal die Sicht umschaltet innerhalb des Videos mit sanften Übergängen. Ja, oder man halt so. Das kommt doch, wenn überhaupt. Wir kriegen das schon mal hin. Gut, auf jeden Fall. Hier geht's zurück zum Hub. Und da unten sind die anderen Videos verlinkt. Unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß. Schauen. Reingehauen. Nein! Nein, du Idiot! Wir sind nicht Game One! Scheiße. Ja. Bis dann. Ja, bis dann.